Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Indie. Heute mit Murder at Masquerade Manor. Und das ist ein Spiel von diesen tollen Leuten, die ihr hier seht. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Der Sound ist an, auch wenn er ziemlich, ziemlich laut ist. Der Inspektor. Mr. White. I suppose I should find Mr. White and thank him for the invitation. So, wir sind also bei Mr. White eingeladen worden zu einer Maskeradenparty. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall verkleiden und jeder muss auch eine Maske aufhaben. Wie es sich halt gehört für so eine Maskeradenveranstaltung, warum wir in diesem komischen Raum sind. Achso, das ist der Vorraum. Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal zu Mr. White. Danke, Mr. White, dass Sie uns eingeladen haben. Okay, hat jemand geschrien? Ich glaube, jemand ist tot. Hallo? Hallo? Ganz schön leeres Haus, dafür, dass hier ein Maskeradenball, heißt das so, Maskeradenball, egal, sein soll, ist hier irgendwie nichts los. Oh, da sind die Leute, aha, aha. Na, habt ihr jemanden umgebracht? Ich hoffe, das ist nicht Mr. White, ihr könnt doch nicht Mr. White. Okay, es ist Mr. White. He's been murdered. Mr. Everyone here is a suspect. I should speak to everybody to see if I can find out who did this. Ihr seid alle verdächtigt. He's been stabbed to death, so I should see if I can find the murder weapon. Better watch my back though. There's a murderer on the loose. Okay, also einer von diesen Leuten, die hier sind. Teufel, was machst du? Wieso gehst du zu mir hin? Aber der wird mich doch nicht umbringen, wenn hier andere Leute sind, oder? Oh Gott, okay, also irgendeiner von denen, die hier sind, sind Mörder. Und die, die weggehen, die fallen mir gerade sehr suspekt auf. Aber okay, die gehen jetzt alle weg. Jedenfalls ist das hier Mr. White, der uns eingeladen hatte. J to open notebook. Aha. Tick every innocent person. Und wir müssen jetzt anscheinend den Mörder finden, der Mr. White umgebracht hat. Obwohl er so eine schöne Party organisiert hat. Zwar ohne Essen, aber egal. So, und wir sind wohl irgendein Detektiv, oder wie? Oder haben wir auch eine Maske auf? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man irgendwie mit den Leuten reden, wie es scheint. Oder sie gehen durch einen durch. Hallo, ich will mit dir reden. Wie kann ich mit dir reden? Hallo? Ah, E to interact. Hi. Can I help you, Inspector? Aha, die P-Wot. Ja, und zwar könntest du mir mal sagen, wo du warst und mit wem du hier warst. I was in the dining room. Dining room? Both the doctor and Scaramouche were there, but I didn't speak to either of them much. Okay, sie war also im Esszimmer und der Doktor und der Scaramouche, was auch immer das ist, waren auch da, aber mit denen hat sie nicht viel gesprochen. Okay, und hast du irgendjemanden gesehen, der sich merkwürdig verhalten hat? I didn't know why at the time, but I'm sure I saw the devil, the devil with the kitchen knife sometime before the incident. Aha, der Teufel hatte also ein Küchenmesser dabei. Aha, aha, okay, das merken wir uns mal. Und was denkst du, wer es getan hat, hä? I heard that the jester is set to inherit a lot of money now White is dead. Aha. Okay. Der was heißt denn Jester? Der Clown? Ich nenne ihn jetzt mal Clown. Ich weiß, das ist nicht richtig. Aber der wird wohl ganz viel Geld bekommen. Du bist nicht der Devil, oder? Willst du mich umbringen? Geh mal weg! Oh Gott! Krieg euch ja voll Angst. Okay, also bisher denke ich, dass der Teufel auf jeden Fall böse ist, weil der einen Kitchen Knife dabei hatte. Der hat uns eben hier komisch angeguckt. Wir reden mal mit ihm. Can I help you, Inspector? Das ist der Jester. Du hast also sehr viel Geld bekommen, ja? Dadurch, dass Mr. White jetzt gestorben ist. Wo warst denn du? I was in the conservatory talking to the anonymous. So, anonymous. There was somebody else in the room. But I can't remember who it was. Aha. Und ist dir irgendjemand aufgefallen? I don't know if it helps. Piero was holding the screwdriver earlier. A screwdriver? Nee, der wurde ja mit dem Kitchen Knife umgebracht, oder nicht? I really don't know. I'm sorry, Inspector. Aha, du hast also keine Ahnung. Du hast aber sehr viel Geld bekommen. Das weißt du schon. Du hast sehr viel Geld dadurch bekommen, dass du Mr. White umgebracht hast. Okay, du warst es anscheinend nicht. Hoffentlich. Ich glaube, du musst irgendwie auf seinen Rücken achten. Was guckst du dir da eigentlich an? Die Wand. Ja, genau. Die Wand. So, also vor dem Devil sollten wir aufpassen. Das ist wahrscheinlich Anonymous. Can I help you, Inspector? Richtig, der sieht doch so aus. Ja, wo warst du denn in den letzten 10 Minuten? I was in the conservatory talking to the jester. There was somebody else in the room.
Okay, das deckt sich mit dem, was der Jester eben gesagt hatte, dass die beide zusammen da in den Conservatory waren. Und da war auch noch jemand anderes, aber sie erinnern sich beide nicht dran, wer es war. Okay, denkst du denn, dass irgendjemand I'm certain Scaramouche was holding an ice ein Eispick earlier. White was stabbed to death, wasn't he? Ja, aber das kann ja mit allen Möglichen gewesen sein, Herr Anonymous. Der kann ja mit allen Möglichen niedergestochen sein. Das muss ja jetzt kein Eispick gewesen sein, du. Naja, was denkst du denn, wer es war? I really don't Du know. weißt es auch nicht. I'm sorry, Inspector. Steckst du also mit Sinchester unter einer Decke, ja? Teilt ihr euch das Geld? So. Naja, Sie wissen schon, dass das straflich ist, ne? Hier jemanden zu decken. Das ist eine Straftat, Herr Anonymous. Na gut, Sie scheinen nicht böse zu sein. Ich gehe mal wieder weg. Ich würde gerne mal mit The Devil sprechen. Hier ist die Katze. Hallo, Katze. Can I help you, Oh, da Inspector? bin ich ganz schön süß, du kleine Kötzchen. Und wo waren Sie die letzten 20 Minuten? So gegen 8:30 Uhr? I was in the dining room. Both the doctor and Scaramouche were there, but I didn't speak to either of them much. Aha. Die erzählt uns jetzt genau dasselbe wie die andere. Die war da. Auch. Aber dann sind da ja vier Leute gewesen im Dining Room. Wenn sie da war, die andere, der Doktor und der Scaramouche, dann waren da ja vier Leute. Ha. Naja, hast du irgendwas Verdächtiges gesehen? I don't know if it helps, but the Raven was holding Oh. the screwdriver Ja. earlier. The Wave? Hä, hat denn nicht noch irgendjemand anderes einen Screwdriver? Egal. I really don't know. I'm sorry, Inspector. Okay, dann entlasse ich dich mal wieder, du. Ah! Was? War das jetzt doch die Katze oder was? Oder stand jemand hinter uns? Wir sind neben Mr. White gestorben. Nee, das ging jetzt irgendwie zu schnell. Da sind wir gestorben, wir sind kein guter Detektiv. Okay, wir versuchen es nochmal. Dear Inspector, Ja. you are invited to Bla 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 attend bla bla Mr. bla. White's annual masquerade party. Masquerade. Formal dress and Masquerade. mask are required. Masquerade Party. Well, here we Ja, are. kann ich eigentlich laufen oder I so? Nee. suppose I should find Mr. White and thank Mr. him for the White, Mr. invitation. Okay, das kam jetzt von links. Oh, aber Mr. White stirbt immer. Aber wir sind einfach neben Mr. White umgebracht worden. Da waren aber auch noch andere in dem Raum. Oh no, it's Mr. White. Oh shit. Na, wer von euch ist der Böse? Aber die bringen doch eigentlich einfach um, wenn man hier alleine ist. Wenn man hier mit anderen ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass. Oh Gott, Katze, geh weg. Du hast mich eben schon umgebracht, glaube ich. Ich war mir ziemlich sicher, dass es der Teufel war eben. Naja, hallo, How Teufel. can I help you, Gott, sieht der Inspector? böse aus. Wo warst du in den letzten 5 Minuten, hä? I was in the dining room, talking to the Harlequin. There was somebody else in the room, but I can't remember who it was. So. I don't know if it helps, but the doctor was holding a corkscrew earlier. Diese Vertonung. Okay, dann geh mal wieder. Okay. Gut. Die Vertonung ist ja richtig nice. Oh Gott, geh weg von mir. Nein. Oha. Aber ich glaube, es ist normal, dass ein Doktor irgendwie Waffen dabei hat, oder? Ich bin da. Was? Die will was von mir. Du bist böse. Ich weiß aber auch nicht, wie ich die jetzt festnehmen kann. Hey, die verfolgt uns echt. Okay, die ist das. Die ist das sowas von. Wir müssen schnell hier weg. Oh Gott, geh weg von mir. Oh Gott, die kommt auch auf uns zu. Nein, nein. Ich guck dich an. Ich guck dich an. Du bringst mich nicht um. Ah! Okay, wir machen das jetzt ganz geschickt. Wir suchen erstmal die Tatwaffe. Da hinten ist sie. Wolltest du die Tatwaffe etwa gerade? Hallo, Teufel? Das ist die Tatwaffe. Das ist die Tatwaffe. Aha. It's covered in blood. Ja. I bet this is the murder Ja. weapon. Das ist die Mörderweapon. Na? How can I help you, Inspector? Mit dir habe ich auch eben schon gesprochen, oder nicht? I was in the dining room, talking to the Harlequin. There was somebody else in the room. But I can't remember who it was. I don't know if it helps. The doctor was holding a A corkscrew earlier. corkscrew. The doctor has cork. Was holding? A corkscrew. Ja, gut, geh mal weg von mir bitte. Ich habe jetzt die Weepen. Ich steche einfach jeden ab von euch. Ich steche jeden ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das ist, aber ich habe keine Beweise. Can I help you, Inspector? Ja, hallo, Pierrot. Oh Gott, jetzt kommen hier so viele Leute. Wo I warst was du? on my own in the Du lounge. warst alleine, genau. I didn't know why at the time.
But I'm sure I saw the Raven with the kitchen knife sometime before. Okay, warte, the Raven? The Raven war ja gerade hier. Aber ein Kitchen Knife war das ja gar nicht, was wir hier hatten, oder? Hey, wo warst du so? I was in the ballroom. In the ballroom. Talking to the Raven. There was somebody else in the Ach, du bist der Doktor. But I can't remember who it was. Ich dachte, das wäre Raven, aber das ist der Doktor. Stimmt, früher hat die Doktoren ja immer so eine Pestmaske auf. I don't know why at the time, but I'm sure I saw the devil with the screwdriver sometime before the incident. Dieses Audio. Ja, okay, du bist es wahrscheinlich nicht. Bitte verfolg mich nicht. Ich geh mal hier. Hallo, Devil. Hier ist ein Devil. Ja, dann drehst du um, ne? Da willst du mich plötzlich nicht mehr umbringen. Da will er mich nicht mehr umbringen. Ja gut, wir wissen aber, dass der Tatgegenstand kein Kitchenmesser war, sondern so ein richtiges Messer. Ich beobachte dich, Devil, ich beobachte dich. Lass mich gehen. Genau, hier war der, hier ist der Jester, mit dem reden wir auf jeden Fall auch mal. How can I help you, Inspector? Du könntest mir sagen, wer der Mörder ist. Rumor has it, the devil owes Mr. White a lot of money. It's not legitimate, though. So I'd say his death has cleared that debt. Ja, ganz schön witzig. Wo warst denn du die letzte Zeit? I was in the dining room. Both the devil and the harlequin were there, but I didn't speak to either. Ja, aber wenn der Devil da war, dann kann das auch gar nicht gewesen sein. Also, was laberst du für eine Kacke hier? I don't know why at the time, but I'm sure I saw Scaramouche with a kitchen knife. Sometime a kitchen knife. Ist das denn jetzt ein kitchen knife, was wir hier haben, oder ist das ein richtiges Messer? Ich denke ja, wer bist du? Du bist der Raven, gell? Can I help you, Inspector? Du bist der Raven. Wo warst du die letzte Zeit? Warst du auch im Dining Room? I was in the ballroom. In dem talking to the doctor. There was somebody else in the room, but I can't. Das hat der Doktor, glaube ich, auch gesagt, oder? Dass er mit der Raven gesprochen hat? The jester has been secretly carrying a corkscrew all night. Was ist denn ein Corkscrew? That could have been used as a murder weapon. Ist das nicht ein Korkenzieher? Nee, aber wir wissen ja schon, was die Weapon ist. Das heißt, The Jester ist schon mal safe. So. Jester ist safe. Du bist safe. Also bring mich nicht um. Hier, ich drehe dir sogar den Rücken zu. Hast mich nicht getötet, gell? Du bist safe. Alles klar. So. The Jester ist innocent. The Devil. Du hast sehr viel Geld bekommen. Aber du warst im Kitchen, in Dining Room. Deswegen denke ich mal, du bist auch safe, gell? Okay. Also. Das ist The Devil, der ist auch safe. Ihr beide seid safe. Bei euch fühle ich mich sicher. Komm. Lass uns mal bereden, wie es jetzt weitergeht. Oh Gott, diese Musik. So, okay. Alle Innocents hier in diesem einen Raum. Sehr interessant. Hier ist Anonymous. Mit dem haben wir auch noch nicht gesprochen. Vor der habe ich Angst da hinten, aber wir reden erstmal mit Anonymous. Can I help you, Inspector? Okay, Anonymous. Wo warst du denn? Wo haben sie sich in den letzten 10, 20 Minuten aufgehalten? I was on my own in the study. Du warst allein. Ist dir denn irgendwas Merkwürdiges aufgefallen in deiner Alleinigkeit? Hast du zum Beispiel irgendjemanden getötet? The Harlequin has been secretly carrying a kitchen knife all night. That could have been used as a murder weapon, right? Der Harlequin, ist das Harlequin, der eben vorbeigelaufen ist? Scaramouche does never like Mr. White. He's been in his shadow for a long time. Envy will drive a person crazy. Oh Gott. I'm not surprised it came to this. Ich hab so voll Angst hier. Hi, wir sind hier übrigens nicht alleine im Raum. Wäre schon ganz schön blöd, wenn du mich jetzt töten würdest. Also, wo hast du dich aufgehalten in den letzten 20 Minuten? I was on my own in the plant. Ah, mit dir hatte ich auch schon gesprochen, gell? Okay, ich gehe da mal wieder. Die war alleine. Der andere, Anonymous, war auch alleine. Was ist denn mit dir? How can I help you, du Katze, wo warst du? I was in the ballroom. Both the Raven and the Doctor were there, but I didn't speak to either. Ja, das passt. Okay, also Cat, Raven und Doctor sind alle safe für mich. Ich möchte trotzdem nicht, dass du mich verfolgst. Diese Musik, ey. Bringst du mich jetzt so? The Raven, the Cat und the Doctor. Okay. Scaramouche oder Harlequin, denke ich. Pierrot, was ist denn Pierrot? Bist du Pierrot? Du bist Pierrot. Und du warst alleine. Genauso wie Anonymous. Die sagen alle, der Doktor war's, weil der ganz viel Geld bekommen würde, wenn Mr. White stirbt.
nee, nee. Raven with a kitchen knife. Ja, ja. Sometime before the incident. The Raven ist es aber nicht. Das ist der Doktor. Hatten wir schon mit dem Doktor gesprochen? Ich glaube schon, oder? Was meinte der nochmal? Der war. How can I help you, der war doch in diesem Raum, wo die drei Leute drin waren. Ja, genau, in Borgo. Entweder die stecken in einer. Unter einer Decke, aber da sie beide da waren, denke ich mal, die sind beide safe. So, Anonymous kann es sein. Vor dem sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Und wir sollten nochmal mit Harlequin oder wie der heißt da reden. Hallo, Raven. Can I help you, Inspector? Du warst im Ballroom. I was du warst in the Ballroom, ja. Talking to the doctor. There was somebody else in the room, but I can't remember who it was. Ja, ist nicht so schlimm. Du bist auf jeden Fall safe. Der Einzige, der nicht safe ist, ist Scaramouche. Du bist Scaramouche. Was sagt denn? Can I help das, you, ach, das ist Harlequin. Okay. Waren Sie im Ballroom zufällig? Mit anderen Leuten, die Sie nicht beachtet haben? I was in the dining room, talking to the devil. There was somebody else in the room, but I can't remember who it was. The devil, bleiben Sie mal bitte kurz stehen. Ich möchte gleich nochmal Sie befragen. I don't know if it helps, but the cat was holding the screwdriver. Nein, nein, earlier. The cat ist es nicht. I really don't know. I really don't know. Okay, du bist scheiße, du bist blöd. Ey, Devil, ich möchte mal kurz mit Ihnen über des Harlequin reden. How can I help you, Inspector? Und zwar. I was in the dining room talking to the Harlequin. Okay, die waren da tatsächlich beide. Room, okay, Devil, dir vertraue ich. Und weil ich dir vertraue, vertraue ich auch Harlequin. Gut für dich, Harlequin. Gut, also Anonymous, Pierrot oder Scaramouche. Anonymous war alleine und Pierrot war alleine, soweit ich weiß. Hi. Can I help you, Inspector? Pierrot, die wollte uns eben nicht töten. Die ist einfach weitergegangen. I was on my own in the lounge. Sie war aber alleine. I didn't know why at the time, but I'm sure I saw the Raven with a kitchen knife sometime before the incident. Rumor has it, the doctor owes Mr. White a lot of money. It's not legitimate though, so I'd say his death has cleared that debt. Okay, ich vertraue ihr auch einfach mal. Wer war das? Das war Pierrot. So, Anonymous oder Scaramouche? Scaramouche. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach... Du bist safe, gell? Du bringst mich nicht um. Nee. So, ich denke echt, es ist Anonymous. Wenn du das jetzt aber gleich umbringt, wenn ich mit ihm rede, ist kacke. Hey. Can I help you, Inspector? So, du meintest, du warst alleine, gell? I was on my own in the study. Ja, du warst hier also alleine. The Harlequin has been secretly carrying a kitchen knife all night. That could have been used. Ja, ja, nee, the Harlequin right? War aber in der Küche. Da ist das ganz normal, dass man ein kitchen knife dabei hat. Scaramouche has never liked Mr. White. He's been in his shadow for a long time. Envy will drive a person crazy. I'm not surprised it came to this. Scaramouche, die war doch auch noch nicht safe, oder? Scaramouche? Mal kurz nachgucken. Ja, gut, ich denke einfach mal, es ist Scaramouche. Ich weiß zwar nicht, was Scaramouche ist, aber ich sag mal, Scaramouche ist es. Ja. Boah, mein zweiter Play. Scaramouche war's. Da, ich bin der beste Detektiv auf Erden. In dieser blöden Villa, ich hab den Mörder gefunden, nachdem er mich beim ersten Mal getötet hat. Okay, cool. Dass ich das schaffe, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber hätte... Ich dachte echt, Anonymous wär's, weil er auch alleine war. Aber dadurch, dass er jetzt gesagt hat, dass halt... ja, was heißt Envy? Envy heißt... Neid? Envy ist Neid, gell? Dass sie neidisch war. Und er hat das halt... Er hat das so richtig überzeugend gesagt, wisst ihr? Und deswegen musste ich ihm einfach glauben. Ja. Und da hat er auch keinen Anstand gemacht, uns irgendwie zu töten. Von daher... Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, dann könnt ihr gerne mal in die Beschreibung gucken. Da ist ein Link dazu. Das Spiel ist kostenlos. Und wie gesagt, hier random generated. Das heißt, jedes Mal ist ein anderer der Mörder. Und so kann man ein bisschen Detektivarbeit leisten. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Spiel gefallen. Würde mich freuen, ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und dieses Video bewerten würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Detektiv Dizzy.